Ja, hereinspaziert ins Freitagabendspiel, Flutlichtatmosphäre, gut 1000 Zuschauer mit von der Partie. Memmingen zuletzt eben mit diesem wichtigen 3:2-Erfolg. Bei Schweinfurt, da hat man sich zumindest unten drin so ein wenig Luft verschafft. Bei Augsburg öfters schwankende Leistung, aber zumindest immer wieder mit Lebenszeichen. Wir gehen rein ins Spiel, 11. Minute, Freistoß für die Gastgeber von der linken Seite. Der Ball verlängert, Billard im Strafraum und dann Sebastian Schmeiser, die 1:0-Führung für Memmingen. Hier nochmal zu sehen, der Ball bei vielen Feldspielern unterwegs, am Ende aber im Netz. In der Anfangsphase zeigte sich aber auch Augsburg gut in der Partie. 18 Minuten gespielt, guter Kombinationsfußball. Albion Frenetzi ist das im 16er, zieht ab und Martin Gruber ist zur Stelle. Gute Möglichkeit für Augsburg. Die erste halbe Stunde, keine Zeit zum Durchatmen. 20. Minute, wieder Memmingen und ein Riesenloch in der Augsburger Hintermannschaft. Michael Geldhauser hat das Auge für Kevin Ruiz. 2:0. Der FCA mit dem Geschenk Geldhauser hat die Übersicht und Ruiz sagt Danke. Weil wir gerade so schön dabei sind, wieder nur 2 Minuten später. Die Augsburger noch längst nicht erholt vom deutlichen Rückstand. Hier dieser Ball, katastrophaler Fehler in der Defensive. Wieder geht die Post ab über Kevin Ruiz, der lupft ihn drüber. Drin, 3:0, überragend. Doppelpack. Die Zeitlupe darf auch hier nicht fehlen. Ruiz, wunderschön der Treffer zum Genießen. Zur Halbzeit also eine klare Sache und diese Pause, die war zwingend notwendig für Augsburg. Nach vorne okay, aber hinten fahrlässig. Zweiter Durchgang, der FCA nochmal gewillt, das Ergebnis zu verbessern. Arif Ekin auf der linken Seite bringt den Ball in die Mitte und Julian Günther Schmidt alleine scheitert an Gruber. Es sollte offensichtlich nicht sein. Dann die 62. Minute, der FCA weiter bemüht, diesmal aber über die rechte Seite. Wieder der Ball in die Mitte und da ist Arif Ekin. Der macht es besser, Anschlusstreffer, nur noch 3:1. Knappe 10 Minuten vor Schluss, dann eine bittere Szene für die Schiedsrichterin Angelika Söder. Zog sich im Spiel einen Bänderriss zu, gute Besserung an dieser Stelle. Die Partie war für ein paar Minuten unterbrochen und Bernd Zitzel übernahm dann die Schlussphase. Und in der boten sich natürlich nochmal Räume für die Gastgeber. So wie hier, dieser Konter, 87 Minuten vorbei, 2:1. Geldhauser frei vor dem Tor, legt nochmal quer und Daniel Eisenmann vergibt das Sahnehäubchen. Aber Trainer Thomas Reinhardt war trotzdem zufrieden nach der Partie. Ja, wir wollten unbedingt nach dem Schweinfurt-Sieg letzte Woche heute unbedingt nachlegen. Haben gewusst, dass es auch wieder eine schwere Aufgabe wird. Es gibt keine leichten Aufgaben in der Regionalliga. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Haben die erste Halbzeit eine überragende Halbzeit gespielt. Bei Augsburg auch schon die ein oder andere Chance gehabt hat. Aber wir haben eigentlich verdient geführt und auch zu Recht geführt. Und in der zweiten Halbzeit konnte man den Druck nicht mehr halten. Und so ist Augsburg immer besser ins Spiel gekommen. Und dann waren noch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen. Aber insgesamt war es ein hochverdientes Sieg für unsere Mannschaft. 3:1 am Ende und wichtige 3 Punkte für Memmingen. Der FCA bleibt weiterhin Vorletzter.